Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zurück zu The Ultra Omega Matic. Und wir haben es beim letzten Mal geschafft, einen der wohl schlimmsten, platziertesten Gegner überhaupt zu überwinden, der hier an dieser Stelle liegt. Und irgendwie ist das passiert, was beim letzten Mal schon passiert ist. Und zwar haben sich meine Buttons irgendwie umgestellt. Und dann kann doch wieder jeder sehen, wie ich das einstelle. Und ja, ich habe keine Ahnung, was sich der Macher von diesem Mod gedacht habe. Weil normalerweise... Oh, wie kommt man eigentlich dahin? Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Okay, von da unten kommt man dahin. Man kommt da so nicht hin. Okay. Mein Problem mit dieser Stelle, ich glaube, darauf bin ich schon relativ ausgiebig eingegangen, aber man muss irgendwie ein bisschen hervorheben, wie viel da eigentlich schief gelaufen ist. Weil die erste Regel vom Enemy Placement ist eigentlich, man muss sie so platzieren, dass weder die Gegner selbst noch der Spieler irgendwie eingeschränkt wird. Ja, beispielsweise bei der Möglichkeit, den auszuschalten oder vom Gegner ausgeschaltet zu werden. Hier ist es der Fall, dass Schoko Schande ein klein bisschen eingeschränkt ist, aber wir halt enorm eingeschränkt sind aufgrund der, naja, sagen wir mal, Form dieses Ortes. Also man kann hier schon erkennen, hier ist es echt schwer, überhaupt was zu tun. Und ich nehme auch mal an, dass das hier wirklich nur da ist, dass man irgendwie nicht mit Keen irgendwie hängen bleibt. Auf jeden Fall, hier hat man überhaupt sehr, sehr wenige Möglichkeiten, irgendwie mit diesem Gegner zu interagieren. Und wenn man das Problem hat, dass man den Gegner an einem Ort nicht gut bekämpfen kann, müsste es gute Optionen geben, auszuweichen. Die einzige Option ist das hier. Und da Schoko Schande springen kann, ist das nicht wirklich eine Option. Ist das Ausweichen auch nicht gegeben, muss es eine Alternativroute geben. Diese existiert aber nicht. Von daher, ja, nicht unbedingt der beste Gegner vom Placement her. Von daher, wäre ich fast in den Tod gelaufen. Lassen wir es einfach mal so stehen und begeben uns weiter im Text. Auf jeden Fall, das ist wirklich nach allen Möglichkeiten, die wir bestanden hätten, wirklich die beschissenste Umsetzung und irgendwie, keine Ahnung. Wer weiß, wie das hier weitergeht. Okay, wir haben auch tatsächlich nur einen Bruchteil geschafft von dem, was kommt. Okay, das war ziemlich, ziemlich einfach. Sagte er und scheiterte dann kläglich. Aber ja, das war... Ich muss ja sagen, ich finde den Mod an sich ganz gut. Ich meine, klar, die ersten Versionen waren super verbuggt und fehlerhaft, aber... Es hatte wirklich einige tolle Ideen, muss ich sagen. Aber es gibt halt auch einige Probleme. Also, ich muss halt zugeben, die Platzierung von dem Gegner, die war überaus unglücklich. Ist es wieder so eine unglückliche Sache, oder? Wie komme ich da vorbei? So, oh ja. Ich glaube, es war gar nicht mal so gut. Ich glaube, das war sogar sehr, sehr schlecht. Ja, gut, das konnte ich nicht sehen. Das konnte ich nicht sehen.
Okay, das ist tendenziell schlecht gelaufen. Oh Junge. Oh nein. Ja, geil, wie soll das denn gehen? Ach Leute, das Problem ist natürlich, ich habe keinen Zusatz-Safe. Das heißt, ich muss jetzt mit dem Szenario leben, dass die beide da sind. Aber einer würde da tatsächlich auch vollkommen ausreichen. Was ist das für eine Stelle? Mann! Okay, die backen gerade beide da unten. Das ist vielleicht meine Chance. Nee, ist nicht meine Chance. Okay, ich muss die vielleicht beide so rüberlocken. Komm schon, Bubble Base. Ah, bloß nicht zurückbacken. Na komm, du musst einfach nur zu der anderen. Hab ich vergessen, wie der Gegner heißt. Irgendwas mit vier und so. Ich meine, das Design hat mir immer gut gefallen, aber diese Gegner sind einfach super dämlich. Und unbesiegbare Gegner, die na, super dämlich sind. Ich glaube, das Ding ist da in eine Pattern festgebackt. Warum kann man da nicht kein Gegner davon hinsetzen? Oder andere Gegner? Ich nehme auch 20 Schockhunde. Das war auch super nervig, aber die sind wenigstens nicht unbesiegbar. Und fett wie Scheiße. Naja, ihr wisst schon. Du. Ist das dein fucking Ernst? Verzeihung. Ist ja gut, das Video, dieses Video ist eh nicht für Kinder gedacht, aber really, 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 ist das wirklich notwendig? Ja, vor allem, wie will ich darauf reagieren? Wie? Ja, Bäume. Also bei der einen Stelle, was auch immer das war, bei der einen Stelle, also beim einen Key muss ich sagen, das war vollkommen annehmbar. Aber das, vor allem der Slice da hängt irgendwie im Bildschirm da fest. Ja, geil. Wie will ich den jetzt ordentlich anlocken? Oh Gott. Was hast du hier gebaut? Ganz ehrlich. Ich bekomme den nicht angelockt. Das ist so mein Problem. Ja, komm, ihr müsst definitiv hier bleiben. Sobald ihr da beide darüber backt, habe ich beschissene Karten. Versuchen wir es mit dieser Pattern. Nein. Ich muss allen Ernstes auf drei Gegner aufpassen, von denen zwei unbesiegbar sind. Ist das dein Ernst?
Ist das dein... Wie kann man nur so eine Konstruktion von sich geben? Da muss man doch schon geistig benebelt sein. Was ist das? Ich hab's im Gefühl, das wird äußerst frustig. Lustig ist hier nichts. Ich wollte springen. Verzeihung. Ja, keine Ahnung, wie soll ich bei sowas konzentriert sein? Ich muss auf drei verschiedene Dinge achten und... Ja. Jetzt hängt das schon wieder... Ich verstehe einfach nicht, wieso man so viele Gegner an diesen Ort platziert. Ich weiß, man kann den Slice da kaputt schießen. Das Problem ist, wir mussten ja erstmal erwischen. Habe ich ihn erwischt? Ja, ich weiß, das ist technisch gesehen gecheatet. Das ist mir aber Wurst. Ich glaube, ich speichere nochmal ab. Mann. Okay. Ich muss auf die andere Seite. Ich bin ja nett. Ich habe ihn aus seinem... Ich hab ihn von seinem Leid erlöst. Oh Gott. Progress. Oh mein Gott. Aber diese Stelle hätte man auch nicht viel nervtötender... machen können, meiner Meinung nach. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch safe zurückkommen. Aber stell euch mal vor, es wäre am Ende ein Slice da, der unbesiegbar ist. Okay. Und man baut noch so eine Assi-Plattform ein und irgendwie... Und irgendwie geht mir dieser Remix ziemlich auf den Sack. Muss ich leider zugeben. Ich glaube, ich springe nicht hoch genug. Ne? So geht es natürlich auch. Ich will einfach nur gucken, ob da noch was ist. Natürlich nicht. Okay, das war... Dieses Level, der mittlere Key, der war echt, das war tatsächlich wirklich nicht schwer, es war auch nicht so einfach, es war tatsächlich ganz gut gemacht, aber irgendwie der erste und der zweite Key, sorry, das war halt einfach nichts, also da bin ich auch so ehrlich, das war einfach gar nicht, das war ein Totalausfall. Gallery A3. So, sieht ein bisschen aus nach Roborad. Nein, kein Roborad. Na dann. Wir haben ja mehr als genug Schuss, wie man sehen kann. Er ist ja auch äußerst gnädig mit der Munition. Okay. Also hier hat man... Ich verstehe halt nicht. An einen Punkt, der auch schon ohne Gegner schwierig wäre, platziert man drei Gegner. Plus Plattformen, die sich drehen. Und hier, wo die Keys wirklich einfach so zu holen sind, was sogar mit dieser Gegneranzahl in Pacifist gehen würde, platziert man einfach nur vier Gegner. Ich versteh's nicht, sorry. Also... Das erschließt sich mir nicht. Okay, da speichern wir mal lieber. Weil irgendwas an denen war auch anders, oder? Boing, boing, boing. Einfach nur auf Nummer sicher gehen. Oh Gott, ich höre schon Schockhund.
Das Problem bei dem Gegner ist halt einfach, der kann dich halt außerhalb von Bildschirm theoretisch und auch praktisch töten. Was ich hier nicht verstehe, warum ist da nicht einfach eine gerade Linie? Warum ist diese Stufe da? Diese Stufe gibt mir ein immenses Disadvantage. Sie fragen, muss ich erst dahin oder muss ich erst hier hin? Oha. Okay. Ich gehe mal diesen Weg. Ja. So geht's natürlich auch. Ich weiß, das war jetzt nicht so cool, aber. Noch einer. Of course. Wir müssen ja immer mindestens 24 sein. So, wunderbar. Das war jetzt, ich weiß, es war langweilig und es tut mir auch leid, dass das langweilig war. Aber die brauchen alle drei, fünf Schuss. Und das war gerade irgendwie, da war ich irgendwie gerade brain dead. Oha, das ist ein Secret. Ha. Wir nehmen natürlich Secrets mit, besonders wenn da kein Schockhund mehr drin ist. Wow. Mann von Chikali-Netzwerk. Was war das? Ja, okay, um fair zu sein, der Sprung ist auch nicht einfach. Weil boing, 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 boing. Okay. Ist auf jeden Fall kein. Ja, obwohl, man hätte das Secret hier von da oben schon gesehen, was ein bisschen schade ist. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, der bringt mich jetzt um. Sorry, dass ich den Modder gerade nicht mehr vertraue. No, 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 no. Oh, ja, das ist sehr intelligent. Na egal, ich habe es noch hingekriegt. Obwohl das gerade sehr, sehr intelligent war. Okay, da ist ein grüner Key. Muss ich da durch? Was ist hier? Die Frage ist, muss ich da hin? Oder muss ich durch den Durchgang? Ich bin jetzt verwirrt, weil ich die Secret mitgenommen habe. Aber ich finde es schön, dass er sowas eingebaut hat. Es ist halt wirklich nicht gut versteckt. Also. Das hätte man besser verstecken sollen. Nicht unbedingt müssen, aber das Problem halt an so einfachen Verstecken ist, es fühlt sich halt nicht besonders rewarden. Was ist das deutsche Wort? Belohnt. Es fühlt sich nicht sonderlich belohnt an, weil. Man hat ja so gesehen nicht wirklich viel dafür getan. Weil es war ja eigentlich einfach super einfach zu sehen. Super einfach zu sehen, okay. Ja, da muss ich, also sollte ich wahrscheinlich erstmal gucken, wie die Pattern ist. Kommen die wieder? Die kommen da wieder. Immer schön die Pattern angucken, bevor man einen grausamen Tod stirbt. So, apropos grausamer Tod, muss ich da runter? Okay, wie es scheint, könnte man einfach auch hier drauf springen. Okay, also. Ich muss das gerade einfach mal loswerden. Irgendwie der Schwierigkeitsgrad. Der Schwierigkeitsgrad ist irgendwie unkonstant.
Weil irgendwie manche Stellen sind unfassbar schwierig, teilweise unfair. Dann gibt es wieder solche Stellen hier, die einfach, naja, keine Ahnung, die sind fast schon zu freundlich. Und da, ich weiß halt nicht, was ich davon halten möchte, dass das irgendwie zu nett ist, weil ich meine, man möchte ja auch im Spiel nichts geschenkt bekommen. Also klar, die Secrets sind so gesehen ein Geschenk, aber ich meine, die Secrets muss man normalerweise erst auch einfach mal finden und hier werden sie einem oftmals geschenkt. Ich meine, klar, der Schockhund hat mich schon aus der Distanz darauf aufmerksam gemacht. Aber naja. So, du darfst gehen. Du darfst auch. Seht ihr, was ich meine? Man hat einfach überhaupt keinen. Weiß, man hat für diesen Key eigentlich so gut wie nichts gemacht, außer einen Gegner auszuschalten. Okay, technisch gesehen zwei, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine, die Gegner halten hier teilweise ultra viel aus, werden aber oftmals so beschissen platziert, dass du die gar nicht ordentlich bekämpfen kannst. Und dann gibt es halt, naja, Stellen wie hier. Okay, hier ist nichts. Ich schätze mal, man muss alle kaputt machen. Das fände ich tatsächlich, wäre eine coole Idee, wenn mehrere davon vorkommen würden. Okay, hier muss ich tatsächlich ein bisschen vom Timing her aufpassen, damit ich nicht sterbe, Rino mache. Das Schöne an dem Shikadi ist, macht nur das. Schalten wir jetzt einfach mal aus. Wir haben 50 Millionen Schuss. Wir können damit prassen ohne Ende. Es wäre tatsächlich wirklich um einiges schwieriger, wenn man die Funktion von dem Shikadi nicht verändert hätte. So ist das halt, naja, es ist halt einfach da. Nicht wirklich eine richtige Bedrohung. So, wir müssen nach unten, aber ich will gucken, ob da ein Secret ist. Da unten natürlich auch Robo-Schande ist. Naja, okay, das war super schlecht. Diese Sprünge sind teilweise echt schwierig. Man muss weit. Okay, das scheint nicht zu sein. Man muss weit genug springen, damit man sich nicht festhält. Aber nicht zu weit, um in. Naja, um ins Nichts zu fallen. So, hier ist nichts. Kann man den Shelly austricksen? Nee, kann man nicht. Ich meine, er kann ja nirgendwo runterspringen. So. Wir gehen jetzt wieder hier durch, gehen hier durch und sind dann hier an der richtigen Stelle. Ist da. Sehr schön gemacht, Mann von Shikari Netzwerk. Sehr schön. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob hier irgendwas ist. Nee. Egal. Da, wo auch immer Schokoschande jetzt ist, ist er besser aufgehoben als hier. So, noch eine Door. Was ist hier? Ja, 300 Schuss. Braucht man bestimmt. Okay. Ich schätze mal, das ist die letzte Fuse. Das kann was werden, meine Freunde. Daran werde ich jetzt bestimmt mindestens zwei, dreimal scheitern. Okay, das war gerade sehr, sehr schlecht performt. Aber ich glaube, ich habe mich auch selten so oft verdrückt wie jetzt in diesem Video. Bleib doch mal da.
Ja, es ist halt ein bisschen traurig, dass man. Aber hier ist das okay, weil. Das hingegen. Ja, es geht noch. Es geht. Das Problem ist, man muss ihn halt fünfmal abschießen. So, was ist hier? Okay. Wie war das mit dem Shelly hier? Die waren doch hier auch irgendwie anders. Zumindest habe ich das in Erinnerung, dass sie anders waren. Wollte gerade sagen, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Was ist kaputt? So, bevor ich gleich irgendwie direkt vor einen Schokoschande lande, speichere ich mal lieber. Also man zerstört hier ziemlich viele Fuses. Ich glaube, drüber springen ist das Geschickteste. Ist das Geschickteste und stirbt. Ich glaube, mit Pogo ist am besten, oder? Okay. Ich, hey, das ist immerhin anders schwierig. Oh, den Gegner habe ich eben gar nicht gesehen. Obwohl ich schon dabei war. Ein Sieg wird das mich umbringt. Hooray! Wo ist dieses Secret? Hä? What happened? Hä? Bäume? Da ist irgendwas. Okay. Die Frage ist, wie komme ich da runter, ohne zu sterben? So. Ich will erst mal gucken. Ja, okay, ich darf nicht gucken. Ich darf nicht gucken. Gucken verboten. Besser mal warten. Und hier gucken wir mal, was ist hier? Nichts. So, hier scheint auch nichts zu sein. Okay, wir haben jetzt davon, glaube ich, vier kaputt gemacht. Aber wahrscheinlich. Okay, es gibt noch mal so eine Passage. Darauf freue ich mich, ja. Wenn es einfach nur so eine Passage ist, ist es okay. Ah, schade, 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 schade. Problem ist halt, man muss irgendwie auf die Dinge achten und gleichzeitig darauf, wo du bist. Das lässt sich tatsächlich echt schwer einschätzen, muss ich zugeben. Ja, manchmal ist es halt so, dass man wirklich so das letzte Stück so von dem Ding geschoben wird.
ich musste halt erstmal gucken, was ist da. lol. So. Muss zugeben, das war eine größere Herausforderung. Danke. Hallo? Baggeriu? So, was erwartet mich jetzt hier? Ist das schon das Finale eigentlich? Okay, jetzt bin ich wieder hier. Hä? I am verwirrt. I'm very verwirrt right now. Wo muss ich hin? Hä? Schade, hätte noch ein Schuss gefehlt. Okay, ich. Was? Habe ich eine Keycard oder so? Nee. Ich habe einen Schalter aktiviert. Dieser Schalter sollte ja irgendetwas tun. Die Frage ist, was? Ah, okay. Na dann. Ja, da war ich verwirrt. Sehr verwirrt. Aber an sich eine nette Idee. Okay, ja gut, ja hier, gut, ich wollte gerade sagen. Hier wird es dann wahrscheinlich offen sein. Wie viel hat man hier noch? Ich speichere mal gerade hier so ein bisschen zwischen. Nicht, dass ich irgendwie mich jetzt irgendwo hinbacke. Okay. Oh, wow. Wow, es gibt tatsächlich wirklich noch so viele Level. 8 Stück. 8 plus vielleicht sogar noch ein 9. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt noch so viel kommt. Wirklich nicht. Aber gut, das alles. Okay, nicht das alles, aber ein paar von diesen Level werdet ihr dann im nächsten Part sehen und... Ja, insgesamt finde ich den Mod noch ganz in Ordnung, aber er hat halt leider immense Schwächen. Das darf ich halt, das kann ich halt nicht einfach so übersehen. Und ja, es hat trotzdem ein paar nette Ansätze und ich weiß nicht, fühlt sich ein bisschen unkonstant an. Also es gibt da... Manche Passagen und Level, die sind unfassbar schwierig und unfair. Und dann gibt es halt irgendwie Level, da gibt es gefühlt keine einzige schwierige Stelle. Und man läuft da einfach feuchtfröhlich einfach nur durch. Keine Ahnung, aber nichtsdestotrotz, ich hatte insgesamt dann doch Spaß. Und ich hoffe, ihr beim Zusehen auch. Und wie immer, grüßt mir die Sonne. Und macht's gut.